Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, draußen an den Bildschirmen zu unserem letzten Abend in der Reihe Bildung. Heute heißt sie Klug, Clever, Usingen. Als wir vor 3 Monaten diesen Termin geplant haben, hat kein Mensch an die EM gedacht, um das gleich vorwegzuschieben. Es ist nicht so, dass wir bei der katholischen Erwachsenenbildung weltfremd wären. Ich war nicht die Einzige. Es war auch sicher unklar, ob die EM überhaupt stattfinden würde. Und dass heute Abend das Achtelfinale mit deutscher Beteiligung stattfindet, das war gar nicht vorauszusehen. Als wir das dann mitgekriegt haben, vorletzte Woche, war es zu spät, einen neuen Termin zu finden. Aber allen Fußballfans unter Ihnen sei gesagt, wir kriegen die zweite Halbzeit noch mit. Ich selber hätte auch gern geguckt, muss aber einräumen, dass ich beim letzten Vorrundenspiel so aufgeregt war, dass ich angefangen habe, die Spülmaschine auszuräumen. Also mag ich auch gut hier sitzen können. Ja, mit Harald Lesch, Kultusminister Lorz und Annette Schavan hatten wir im letzten halben, dreiviertel Jahr Vertreter aus Wissenschaft und Politik, mit denen wir über Bildung gesprochen haben. Bildungsgerechtigkeit, Herzensbildung, der Lehrstoff im Allgemeinen und im Besonderen, das Curriculum, lebenslanges Lernen, die Person der Lehrenden, das föderale Schulsystem. Und wie ein kleiner roter Faden hat sich durch alle 3 Abende durchgezogen, die Defizite der Pandemie, die in den Fokus gerückt sind, die durch die Pandemie in den Fokus gerückt sind. Und dann natürlich die Frage, was daraus zu lernen ist. Heute Abend wollen wir ganz konkret den Sack zubinden und die Bildungslandschaft in Usingen angucken. Auf dem Podium haben sich kleine Veränderungen ergeben und ich begrüße heute Abend ganz herzlich Tina Gottschalk, stellvertretende Schulleiterin der Christian-Wirth-Schule, Annette Gauger, Leiterin der Kita Pusteblume, Thomas Knierbein, Schulsprecher der Christian-Wirth-Schule. Und wen ich entschuldigen muss, wegen eines familiären Notfalls ist Monika von der Laden, Lesepalin und Engagementlosing in der Stadt Usingen. Und wir sind jetzt hier vor Ort im Gespräch mit Meinhard Schmidt-Degenhardt zu Fragen des Lernens und der Bildung in Usingen. Sie können selber auch dazu Fragen stellen. Wenn Sie mal unten in Ihrer Leiste gucken, meistens ist es unten, gibt es einen Button F und A, das heißt ganz einfach Fragen und Antworten. Und da können Sie Ihre Fragen, die Sie an die Teilnehmer, an die Podiumsteilnehmer haben, hineinschreiben. Und bevor ich jetzt an Meinhard Schmidt-Degenhardt übergebe, nochmal Dank auch an die Herren Lorscheid und Formella für die technische Betreuung der Stadt Usingen und dem Lions-Club Saalburg-Taunus für die gute Kooperation auch an diesem Abend. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Birgit, für die Begrüßung und auch meinerseits Ihnen allen vor oder an den Bildschirmen ein herzliches Willkommen. Das Spiel hat begonnen, der Bessere oder die Besseren werden gewinnen. Bei uns heute Abend geht es nicht um das Gewinnen und trotzdem geht es bei uns auch um die Zukunft von Usingen. Aber zunächst einmal auch noch mal ein herzliches Willkommen meinen 3 Gästen heute Abend, liebe Frau Gauger, liebe Frau Gottschalk und lieber Herr Knierbein. Birgit Wehner hat sie eben angesprochen. Wir hatten zuvor 4 Web-Talks in Sachen Bildung. Das war jedes Mal Bildung auf bestem Niveau, aber das alles kann man noch toppen, weil heute Abend geht es um die alles entscheidende Frage, das alles entscheidende Stichwort, klug, clever, Usingen. So, wie hat es Birgit so schön formuliert? Wir werden den Sack zubinden. Wir wollen so etwas wie eine Bestandsaufnahme versuchen. Wie schaust du denn in Usingen aus mit der Bildung? Konkrete Projekte, lokale Perspektiven und der Weg in die Zukunft. Tja, Bildung meint Zukunft. Und die Zukunft von Bildung, die Zukunft von Usingen, die hängt letztlich von der Bildung ab, ist mal meine erste steile These. Widerspricht irgendjemand aus der Runde? Nein. So, okay, alle nicken. So, okay, prima. Also, jetzt müssen wir aber erstmal wissen, Frau Gauger, Sie vertreten heute Abend die Stadt Usingen, das Rathaus, den Bürgermeister, den Magistrat, die Stadtverordneten. Alle, die haben die Last auf ihren Schultern abgeladen heute Abend. Und Sie sollten uns am Anfang ganz kurz mal berichten, Usingen, wie ist man in Usingen aufgestellt in Sachen Bildung? Also sozusagen Zahlen, Daten, Fakten, wie viele Kitas, Schulen, was gibt es an Angebot in Sachen Bildung in Usingen? In Usingen gibt es derzeit 9 Kitas. Davon sind 7 städtisch, eine ist eine kirchliche Einrichtung und eine von einem privaten Träger. Zudem gibt es 2 feste Waldgruppen in den Einrichtungen. Alle anderen bieten Waldtage, Waldwochen, Naturtage ein. Außerdem
werden zurzeit ungefähr 600 Kinder in den Usinger Kitas betreut. Zudem gibt es zwei Grundschulen, eine in einem Stadtteil und eine in Usingen selbst, ein Gymnasium, eine berufsbildende Schule und eine kooperative Gesamtschule. Können Sie ungefähr sagen, wie der Anteil der jungen Menschen, ich sage mal unter 20 eigentlich, unter der Usinger Bevölkerung ist? Hat man da eine Übersicht? Das kann ich aktuell nicht sagen, das tut mir leid. Wenn ich das höre, bedeutet das, dass Bildung und die Bildungseinrichtung schon eine gewisse Priorität haben in Usingen? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall, weil es gibt außerdem noch von der Stadt, jetzt muss ich gleich strottern, also von der Stadt gibt es außerdem noch verschiedene Einrichtungen, um Migranten mit ins Boot zu holen. Die Kitas sind so, dass sie unheimlich viel Angebot machen, was Sprache angeht. Es gibt eine Einrichtung in Usingen, die hat ungefähr 80% Migrationsanteil, die dann bei einem Bundesförderprogramm mitarbeiten, die auch extra von der Stadt her zusätzliche Sprachförderkräfte haben, die die Stadt also quasi zahlt. Außerdem hat die Stadt Usingen für die Kitas Englischfachkräfte installiert und das schon seit Mitte der 90er Jahre. Wo quasi Englischfachkräfte, oft Native Speaker, die Kitas im Alltag begleitet werden von Erziehern, die sie Projekte gemeinsam machen in der englischen Sprache, die dann übersetzt werden von Kolleginnen, um so einfach auch die Sprache zu fördern. Wenn das schon so früh losgeht, und wenn ich das höre, dass in Usingen sehr viel Wert darauf gelegt wird, von der Kita bis zum Gymnasium, Sie haben gesagt, ein eigenes Gymnasium, CWS, kommen wir gleich noch zu, Frau Gottschalk ist hier stellvertretende Schulleiterin. Wenn ich das so höre, dann würde ich jetzt mal zunächst einmal den Jüngsten in der Runde, Thomas Knirbein, ansprechen. Sie sind Schulsprecher, Sie sind Jugendlicher, Sie leben in Usingen. Wenn ich das eben gerade gehört habe, habe ich das Gefühl, Usingen ist für junge Menschen, für bildungshungrige junge Menschen ein tolles Pflaster. Würden Sie das bestätigen oder so ein bisschen Wasser in den Wein gießen? Also erstmal muss ich sagen, ich wohne selbst nicht in Usingen, sondern in Ansbach. Aber ich kenne Usingen sehr gut und von daher kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass Usingen sehr, sehr die Bildung von jungen Menschen fördert und in die Zukunft schaut. Wie ist denn das Lebensgefühl eigentlich? Können Sie da etwas zu sagen? Die Pandemie hat natürlich nochmal ganz viel verändert in den letzten Monaten. Und wie würden Sie, wir haben in der letzten Runde auch schon mal drüber gesprochen, über die Situation von jungen Menschen, aber da haben wir immer mit Älteren gesprochen. Aber wenn ich Sie jetzt frage, wie würden Sie das Lebensgefühl Ihrer Mitschülerinnen ansprechen? Wie fühlt man sich im Moment? Ein bisschen geht es wieder zurück in die Schule, kurz vorm Abi, andere können noch nicht wieder zurück. Was hat das ja, dadurch, dass wir halt relativ früh wieder zurück in die Schule konnten, dadurch, dass wir halt nächstes Jahr das Abi schreiben werden, sind wir ja schon wieder etwas länger in der Schule und freuen uns natürlich auch alle, weil Präsenzunterricht ist dann doch noch mal etwas anderes als Distanzunterricht. Und jeder freut sich auf die Schule oder auf das Beisammensein. Und jetzt kommt der Sommer hoffentlich, da genießt man natürlich dann auch jetzt momentan nicht, aber dann auch das gute Wetter und spielt dann mal auf dem Schulhof Fußball oder so und schon wieder ein bisschen lebensfröhlicher, würde ich mal sagen. Danke, Thomas Knebein. Frau Gottschalk, jetzt sind Sie als Lehrerin, als gleichzeitig auch Vertreterin der Schulleitung der CFS, der Christian-Wirth-Schule, gefragt. Das Portfolio, das Frau Gaugers Anfang vorgestellt hat, Usingen scheint top zu sein in Sachen Bildung? Ich werde ja langsam kritisch, wenn ich danach frage. Also ich finde schon, dass wir gut aufgestellt sind in Usingen. Für mich gehört nicht nur allein die Kernstadt Usingen dazu, sondern so ein bisschen erweitert natürlich auch das schulische Angebot in Neuansbach und auch die Max-Ernst-Schule in Riedelbach als weiterführende Schule. Aber ich glaube, für jedes Elternhaus und für jedes Kind lassen sich tatsächlich die richtige Schule finden und damit auch so ein Weg, der in den Erfolg führt und dann auch weiter in eine Berufslaufbahn lässt sich finden in Usingen. Erfolg, Berufslaufbahn. Wir haben in den letzten Web-Talks auch öfters darüber gesprochen. Was sind eigentlich so die Lernziele? Was sollte man in der Schule lernen? Ich kann mich erinnern,
Ich glaube, in seinem letzten Web-Talk mit Jürgen Korbe kam auch die Frage auf, wie lebenspraktisch ist eigentlich Schule? Auch in Usingen. Jetzt frage ich mal nach, wenn ich als Schüler oder Schülerin bei Ihnen das Abi mache, habe ich dann zum Beispiel gelernt, eine Steuererklärung zu machen? Habe ich gelernt, einen Mietvertrag anzugucken oder sonst was? Oder habe ich möglicherweise nur Schiller und Goethe und Sonstiges? Wie praktisch sind Sie? Also ich glaube grundsätzlich, dadurch, dass wir ein Gymnasium sind und auf ein Studium vorbereiten, geben wir hauptsächlich den Schülerinnen und Schülern das Handwerkszeug mit, sich mit fremden Dingen auseinanderzusetzen, erfolgreich Formulare auszufüllen zu können und Rückschlüsse zu ziehen. Also natürlich bereiten wir nicht darauf vor, die Steuererklärung auszufüllen, aber wir bereiten darauf vor, mit einer Anleitung sich das selber beizubringen. Das ist unser Ziel letztendlich. Dass die Kinder in der Lage sind, wenn sie unser Institut verlassen, dass sie sich Dinge erschließen können, dass sie sich selbstständig neue Dinge erarbeiten können. Und das schließt alles ein, den Mietvertrag und auch die Steuererklärung. Okay, bleiben wir nochmal ganz kurz bei Ihrem Institut beziehungsweise auf der gymnasialen Ebene. Ich darf nochmal ganz kurz rübergeben zu Thomas Knierbein. Sie haben so ein bisschen gelächelt, als ich diese Frage eben stellte. Wie lebenspraktisch, sagen wir es doch mal ganz konkret, wie lebenspraktisch ist die Bildung in Usingen? Ja, die Bildung richtet sich ja auch nach den Lehrplänen. Also die Schule kann ja nicht frei beibringen, was sie möchte. Aber natürlich ist die Bildung sehr gut und man verwendet auch das oder man macht Übungen und wendet dann mal das Neugelernte an passende Übungen oder an lebensrealistische Übungen an. Und gerade jetzt am Ende, wo es jetzt zu den Sommerferien hingeht und manche Lehrer mit den Lehrplänen mehr oder weniger durch sind, wird auch mal gefragt, was wir denn noch lernen wollen würden. Und da kann man so solche lebenspraktischen Einheiten dann gut einbauen. Aber klar, ist auch, dass man eher dann eine Gedichtsanalyse in der dritten Fremdsprache lernt, als mal den Mietvertrag oder eine Steuererklärung anzusprechen. Gauga, gehen wir einen Schritt zurück. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass man in der Kita bei Ihnen in der Pusteblume in Bernborn das schon lernt. Aber haben Sie das Gefühl, auf was bereiten Sie die Kinder vor? Dass die, vorhin kam das Stichwort bei Frau Gottschalk, dass sie möglichst erfolgreich ins Leben hineinstarten. Was verstehen Sie unter erfolgreich, frage ich mich hier mal. Glückliche Kindheit gab es ja mal unbeschwert. Jetzt müssen die Kinder schon Englisch lernen. Nee, die müssen nicht Englisch lernen. Die sollen die Sprache schon mal gehört haben, dass es dann auf der CWS leichter fällt. Dass es nichts ganz Neues ist. Wir starten tatsächlich im offenen Konzept, so dass die Kinder schon von alleine ihre Bildungswege suchen. Ja, wenn ein Kind das Interesse an Mathe hat, dann fängt es an im Bauzentrum und baut Türme oder sortiert Bauklötze nach einer Farbe. Oder man findet ein Tier auf der Straße und dann geht man eben nach dem Situationsansatz, dass ein Kind sagt, ich habe da einen Käfer gefunden, was ist das für ein Käfer, wie groß wird der, wie sieht die Larve aus oder beim Wurm, wie sieht der aus, wenn der da, oder bei einer Larve, wie sieht es aus, wenn es ein Käfer wird oder eben ein Schmetterling oder was auch immer, dem gehen wir nach. Ich denke, auch in der Kita werden Sie schon erleben, dass es Kinder gibt, das merkt man ja schon im allerersten Lebensjahr, die schneller sind, die langsamer sind, die mehr Zeit haben möchten für sich selbst, die mehr Zeit benötigen manchmal auch. Ich will jetzt gar nicht von Lernsprache reden, aber ich sage mal einfach, es gibt die Leisen, die Stillen, die Erlangsamen. Wie ist das in der Kita? Gibt es da auch schon eine Förderung dieser unterschiedlichen Wege? Also später in der Schule würde man jetzt von Nachhilfe reden, kommen wir gleich mal zu. Aber in der Kita geht das doch schon mal los, die Individualität. Ja klar, wir sehen jedes Kind als Individuum und bei uns ist es so, dass jedes Kind auch seine Stärken sieht. Wir arbeiten an den Stärken. Es geht darum, dass das Kind die Stärken, die es hat, einfach auch ausbauen kann und dann eben auch die Chance hat, sich den schwächeren Kompetenzen, die es nicht so gut kann, zu stellen. Weil wenn ein Kind selbstbewusst ist und sagt, ich kann das aber besonders gut, ich kann zum Beispiel besonders gut auf einem Bein hüpfen, dann schaffe ich es vielleicht auch mal, ein Puzzle zu Ende zu machen. Auch wenn es mir schwerfällt, aber es ist nicht schlimm, weil das andere kann ich ja jetzt besser als mein Freund nebendran. Dem bringe ich dann das Hüpfen bei, auch wenn der mir jetzt beim Puzzeln helfen muss. Es geht bei uns in erster Linie um die Sozialkompetenz.
dass Kinder einfach empathisch sind, dass sie eine Resilienz lernen, dass sie einfach ins Leben starten können und sagen, ich muss nicht alles können und trotzdem bin ich gut, wie ich bin. Finde ich toll, was Sie sagen, finde ich auch spannend. Ich habe von Kolleginnen von Ihnen, aber auch so aus den ersten Grundschulen, ersten Gymnasialjahren, oft von Lehrerinnen so die Kritik gehört, das Schlimmste bei all dem sind eigentlich die Eltern, die einen unheimlichen Druck manchmal erzeugen und etwas möchten, was die Kinder auf die Reihe kriegen. Und das würde angeblich auch schon in der Kita manchmal losgehen. Das ist tatsächlich so, dass sehr kleine Kinder auch schon im Freizeitstress sind, mit Turnvereinen, mit welchen Sport muss ich jetzt machen, welchen soll ich machen, muss ich ins Ballett, gehe ich reiten. Für uns ist tatsächlich die Bindung zu den Eltern ganz wichtig, das unterstützen wir auch und eben auch das Kind sein dürfen, auch frei zu entscheiden, was möchte ich denn. Auch eine Kuschelzeit ist keine verlorene Zeit, sondern ein Kind braucht eine gute Bindung, um einfach eine Bildung genießen zu können. Wenn ein Kind die Bindung nicht hat nach Hause oder zu meinen Kolleginnen, dann können wir uns hier auf den Kopf stellen und können Bildung anbieten, wie wir wollen. Das werden die Kinder einfach nicht annehmen können, weil sie mit anderen Aufgaben beschäftigt sind. Ist manchmal auch die Situation gegeben, dass Sie so ein bisschen den Überehrgeiz der Eltern bremsen müssen? Ja, das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Frau Gottschalk, Sie lächeln auch etwas. Das heißt, die gleiche Problematik gibt es auch dann noch in der Fortführung bis hin ins Gymnasium, oder? Ja, ich glaube, dass allerdings auch die Eltern sich gesellschaftlich unter sehr großem Druck sehen. Also es ist ja schon so, dass das Bild, die Kinder sollen möglichst Abitur machen, sollen möglichst studieren, wer weiß, was sonst aus ihnen wird, dass das durchaus auch ein Druck ist, der auf den Eltern lastet und der durchaus auch in Versuchung führt, vielleicht sich nicht die Zeit zu nehmen oder auch nicht den Mut zu haben, einfach zu sagen, ich gucke jetzt aber erstmal, was ist jetzt die richtige Entscheidung für mein Kind? Schicke ich es zum Beispiel trotz einer fehlenden Empfehlung aufs Gymnasium? Denn die Gesellschaft erwartet ja letztendlich den Abiturienten. Und das, das kann gut gehen, das ist überhaupt keine Frage. Manche Kinder, die wachsen mit ihrer Herausforderung, wenn sie dann bei uns in der Schule sind. Aber für manche Kinder ist es auch einfach zu viel. Und letztendlich kann man den Eltern oft keinen Vorwurf machen, weil die sich auch so ein bisschen genötigt fühlen, jetzt diesen Schritt zu wählen. Es muss halt irgendwann zur Einsicht führen, wenn wir tatsächlich feststellen, dass es nicht funktioniert. Und das ist ein schwerer Weg für alle Beteiligten und am allermeisten für die Kinder, die dann vielleicht bei uns sitzen und nicht so richtig zurechtkommen, wie sie sich das gewünscht hätten. Herr Knierbein, jetzt haben wir Älteren über Sie, über diese junge Generation gesprochen. Wie ist das bei Ihnen selbst persönlich, aber ich denke auch bei den Freundinnen und Freunden, dieser Druck, über den wir ein bisschen gesprochen haben, Bildung, am Ende des Bildungsweges, wenn man das Abi macht, erfolgreiches Berufsleben kam dann eben rein, spüren Sie eigentlich auch schon etwas von diesem Druck, selbst sozusagen in so einem kleinen, beschaulichen Ort wie Using, gibt es da auch schon so Perspektive, Zukunft muss irgendwie stimmen, du musst vorankommen? Ja, also natürlich spürt man den Druck, weil gerade die Mitschüler, die ein Studienfach belegen möchten, für das man ein NC benötigt, die lernen besonders viel und wenn die mal eine schlechte Note zurückbekommen, dann sieht man den Druck, der auf diesen Personen lastet. Aber ich denke, mit Druck lernt sich schlechter als ohne Druck. Also genieße ich eher das Lernen und gebe mein Bestes und hoffe, dass es reicht und dass ich zufrieden mit dem Ergebnis bin. Und es geht ja nicht nur um die Noten, sondern auch das, was ich mitnehme. Also auch um den Inhalt. Und den kann ich, also für mich persönlich, ohne Druck besser aufnehmen als mit. Aber natürlich spürt man den Druck. Ja, ich denke, das ist eine ehrliche Einschätzung. Und unsere gesamte Gesellschaft funktioniert ja ein Stück weit nach dem Drucksystem. Ist in der Jugend nicht anders dann, ne? Ja, natürlich. Aber das fängt, glaube ich, auch schon früher an. Also noch nicht mal erst, wenn man das Abitur schreibt, sondern auch schon in der Grundschule, wenn dann die Entscheidung ansteht, auf welche weiterführende Schule gehe ich? Schaffe ich es aufs Gymnasium oder gehe ich doch auf eine Real- oder Hauptschule? Und da fängt dann auch schon der Druck an. Also es fängt ganz, ganz früh an.
Und das erleben Sie, Frau Gottschalk, Sie haben es eben gesagt, das erleben Sie auch, ich habe es gesagt, in der Beschaulichkeit, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber eher liebevoll, in der Beschaulichkeit der Usinger Welt, oder? Ja, das erleben wir auch da. Also ich glaube, der Druck, wenn wir schon davon sprechen, lastet auch sehr auf den Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen, die ja letztendlich zum Beispiel diese Empfehlung, die der Thomas angesprochen hat, aussprechen müssen, möglichst ja eine gymnasiale Empfehlung aussprechen sollen. Und das geht dann immer so weiter. Also wie gesagt, ich glaube schon auch, dass das ein bisschen abhärtet. Also die Schülerinnen und Schüler, die bei uns das Abitur schaffen am Ende, die werden auch mit dem Druck im Studium zurechtkommen. Die sind, glaube ich, gestellt. Aber es ist natürlich immer die Frage, was ist das richtige Maß? Ich glaube schon, dass der Mensch mit so ein bisschen Herausforderung sehr gut arbeitet. Aber wenn es zu viel wird, dann führt es ja zu deutlicher Frustration und auch eben für die Kolleginnen und Kollegen bei uns, die solche Schülerinnen und Schüler haben, ist das nicht einfach, sich das anzuschauen, weil wir ja schon versuchen, Mittel und Wege zu finden, alle mitzunehmen. Aber man muss manchmal auch ganz ehrlich vielleicht einfach sagen, der Weg hier an dieser Schule ist zu Ende. Und weil wir ja diese vielseitige Landschaft haben in Usingen, bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass jedes Kind auch irgendwo aufgefangen werden kann und dass es nicht nur die eine richtige Schule gibt, sondern eben auch vielleicht eine andere. Mittel und Wege. Jetzt frage ich nochmal konkret nach. Was bietet denn zum Beispiel jetzt auch die CWS an? Ich habe eben gesprochen von etwas leiseren, von den langsameren. Die müssen mehr Zeit brauchen. Gibt es da Fördermöglichkeiten? Eltern sagen, ja, letztlich müssen wir privat Nachhilfe organisieren. Und dann ist es auch wieder eine Frage des Geldes. Wie schaut das Ganze aus? Oh Gott. Entschuldigung. Also wir bieten in den Hauptfächern einen Förderkurs an. Der wird von Kolleginnen und Kollegen unterrichtet. Das sind im Trend kleine Lerngruppen. Und die richten sich sozusagen auf das Schuljahr davor. Das heißt, in den Kursen wird der Stoff möglichst nochmal aufgearbeitet, der im Schuljahr davor vielleicht noch nicht ganz verstanden ist, aber die Grundlage natürlich bietet für ein neues Schuljahr. Wir haben jetzt während der Pandemie Schülerinnen und Schüler, die zu Hause mit dem Homeschooling nicht so richtig zurechtgekommen sind, dann doch in die Schule eingeladen und haben sie dort betreut und auch nochmal eine Anleitung gegeben, wie sie sich vielleicht zu Hause selbstständig sortieren können. Und bieten jetzt in den Sommerferien auch wieder ein Camp an, wo eben auch die Hauptfächer nochmal in kleinen Kursen aufgreifen sollen, was vielleicht im letzten Schuljahr nicht so gut gelernt werden konnte aufgrund von Corona und des Distanzunterrichts. Frau Gauger, bevor ich gleich zurück in die Kitas komme, noch eine kurze Frage. Erlauben Sie mir bitte an den Thomas Kniebein. Herr Kniebein, wie erleben Sie denn das? Stimmt die Beobachtung noch? Also ich sage mal, ich hätte mein Abi nicht geschafft ohne Nachhilfe, gebe ich ganz offen zu. So, okay. Und wenn Elternhaus da ist, was Nachhilfe sich leisten kann, dann funktioniert das auch. Ist das immer noch so? Auch heutzutage, auch in Usingen, auch im Taunus? Also es gibt bestimmt auch kluge Schüler, die das ohne Nachhilfe schaffen. Aber es gibt einige Mitschüler und auch ich selbst nehme Nachhilfe, um halt in bestimmten Fächern nochmal den Stoff vertiefen zu können und dann nochmal das nötige Zeug für die Schule mitzunehmen, um da mitzukommen und gute Leistungen bringen zu können. Aber vertiefen ist ja nichts Schlechtes. Nee, also ich habe mich auch nicht geschämt. Wie gesagt, ich sag's doch, auch so nachher manchmal gar in zwei Fächern. Aber was ich natürlich auch weiß, das Ganze kostet Geld. Das heißt, letztlich entscheidet ein bisschen die Herkunft der Eltern, die finanziellen Möglichkeiten auch darüber, bei all dem, was Frau Gottschalk da anbietet von der CWS, oder? Ist das richtig, Herr Kniebein? Das stimmt bestimmt auch. Also das ist aber nicht nur an der CWS so, das ist in der ganzen Gesellschaft leider so, dass die Personen oder die Schüler, die Eltern haben, die studiert haben, eher ein Abitur machen als die Schüler, dessen Eltern vielleicht einen anderen Bildungsweg genommen haben. Aber wir haben ja in der Schule auch diese Förderkurse und die kosten ja nichts und da kann man dann ja auch noch mal was vertiefen.
Jetzt sind wir auch schon mittendrin in der sozialen Frage, in der Frage einer sozial gespaltenen Gesellschaft. Das ist die Realität in diesem Land, in dieser Republik und auch im Taunus, auch in Using. Frau Gauger, inwieweit, sagen Sie ganz kurz, wie ist die soziale Spaltung? Jetzt müssen Sie mir ein bisschen helfen, auch Using zu verstehen. Wie tief sind die sozialen Klüfte in der Gemeinde? Ich denke, wie in anderen Gemeinden rundherum auch. Also so wirkliche Schwächen oder Klüfte gibt es hier nicht. Wir versuchen, jeden mitzunehmen. Die Stadt Using hat da auch diverse Sachen installiert, wie zum Beispiel die Integration in Using funktioniert ganz gut über das Integrationsbüro mit der Frau Mansouri. Auf der anderen Seite hat die Stadt Using ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Wir sind Usinger, wo quasi Migranten angehalten werden sollen, sich Hilfe zur Selbsthilfe zu holen, dass sie eben auch in Beruf oder ins Arbeitsleben zurückkommen können. Ja, das ist einfach so, um die Schwächen zu gucken. Man schaut auch so ein bisschen im Kindergarten schon, dass man auch Sprachförderung anbietet. Ich hatte das ja eben von der einen Einrichtung schon angesprochen, die in einem Sprachförderprogramm sind. Auch die im Tandem mit den Schulen, mit den Grundschulen arbeiten wir über Vorlaufkurse, das quasi in dem letzten Jahr vor der Grundschule Kinder mit Fremdsprache Deutsch quasi die deutsche Sprache erlernen. Und die Sprache ist übrigens nicht nur bei Migrantenkindern rückläufig, sondern auch alle anderen Kindern haben einfach nicht mehr so die Ausdrucksweise, wie das noch vor ein paar Jahren war. Auch da ist der Wortschatz ein anderer, als es noch früher war. Auch immer mehr deutsche Kinder oder Kinder, die Deutsch als Muttersprache haben, sagen wir es so, ist vielleicht der bessere Ausdruck, brauchen quasi Sprachanlässe, um einfach ihre Sprache besser fördern zu können, weil Sprache ist der Schlüssel zur Bildung. Richtig, Sprache ist der Schlüssel zur Bildung. Jetzt wissen wir alle, unsere Gesellschaft verändert sich. Wir haben immer mehr Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Das wird eher noch mehr werden. Die Diversität unserer Gesellschaft wird zunehmen. Inwieweit wird dem auch bereits auch im Vorschulalter, auch im Kita-Bereich Rechnung getragen? Ja, indem wir Sprachanlässe bilden. Jetzt komme ich zurück zum Situationsansatz. Wenn ein Kind ein Interesse für was hat, was auch immer das sein mag, dann versuchen wir mit dem Kind ins Gespräch zu gehen. Das auch oft in Kleingruppen. Das müssen nicht nur große Gruppen sein. In den letzten anderthalb Jahren ist natürlich vieles, was so an Singspielen, Sprechspielen und sowas wird mit den ganz Kleinen schon starten, hinten runtergefallen, weil wir es einfach nicht durften. Aber so langsam läuft es ja wieder an. Weil auch ein banales Fingerspiel ist ja schon Sprachförderung. Sprachförderung ist nicht unbedingt das große, ja, wie soll ich sagen, das fängt im ganz Kleinen an, dass ich einfach mit einem Kind diese, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, Sie kennen das sicher alle, diesen Abzählreim, damit fängt es schon an, das sprechen die nach oder wir zählen oder wir reden über die Familie, wenn ein Kind zum Beispiel ein Geschwisterkind bekommen hat, dann geht man ins Gespräch mit dem Kind, wie ist es denn für dich? Also so ganz normale, banale Dinge, aber alles das ist schon Sprachförderung. Und daraus erkennen wir quasi die Interessen der Kinder. Frau Gottschalk, wie erleben Sie das dann später auch, wenn die Kinder einige Jahre später auch zu Ihnen kommen? Das, was unsere Gesellschaft ausmacht, im Rhein-Main-Gebiet erleben wir es ganz stark. Viele Menschen, die jetzt erstmal nicht primär deutsche Wurzeln haben, Migration, verändert unsere Gesellschaft massiv. Die sozialen Klüfte, die sozialen Spannungen. Was ist Ihre Erfahrung? Inwieweit ist das auch in Usingen spürbar? Man muss tatsächlich sagen, dass wir an der Schule als Kollegium relativ wenig Erfahrungen sammeln können, weil wir eine sehr homogene Schülerschaft haben. Wir haben eine kleine Gruppe, die Deutsch als Zweitsprache im Unterricht auch mitbekommt, auch ein Förderprogramm bekommt, aber es sind die wenigsten Kinder, die tatsächlich sehr eingeschränkt nur Deutsch sprechen können. Ich glaube, dass das tatsächlich die Integrationsproblematik eher an der Gesamtschule zu finden ist als bei uns. Und ähnliches gilt für die sozialen Unterschiede. Also man merkt es tatsächlich den Schülerinnen und Schülern nicht an. Wir haben auch Schülerinnen und Schüler, die aus Familien kommen, die nicht so gut, wo die Eltern nicht so gut verdienen, wo der Bildungsgrad der Eltern nicht so hoch ist, aber es ist ein immer noch sehr geringer Anteil. Was bestätigt letztendlich, was der Thomas Knierbein gesagt hat, dass
es doch deutliche Unterschiede in den Bildungschancen gibt, je nachdem, in welche Familie man geboren wurde. Finde ich interessant, Herr Kniebein. Frau Gottschalk gibt Ihnen völlig recht, es hängt letztlich doch mit der Herkunft zusammen. Herr Kniebein, noch mal ganz kurz und dann Frau Gauger. Also ja, es hängt von der Herkunft ab, aber es gibt auch genügend Beispiele von Menschen, die es auch über andere Wege geschafft haben. Und es braucht halt nur die richtigen Personen vielleicht im näheren Umfeld, die dann nochmal die extra Motivation oder die extra Erklärung geben. Und dann schaffen auch diese Personen das. Aber es ist leider ein geringerer Anteil. Und bestimmt hat man, also es ist sicher so, dass es leichter ist, wenn man in eine Familie hineingeborgen wird, in der schon ein hohes Bildungsniveau vorgelebt wird. Frau Gauger, Sie hatten sich auch kurz gemeldet, finde ich. Ja, ich denke, es ist natürlich auch leichter für Familien mit Migrationshintergrund oder aus sozial schwächeren Milieus, sich in der Kita zu integrieren, als dann später im Erwachsenenleben. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe, da zu gucken, dass die Kinder gut ins Leben starten und auch ihr soziales Umfeld entsprechend hier entwickeln, um dann eben in die Schule gehen zu können. Weil letztendlich, wir haben noch Einfluss drauf, wenn die Kinder mal aus der Schule rausgehen, denke ich, hängt es eher von dem Erwachsenen oder von dem jungen Erwachsenen selber an, ab auch seine Zukunft in die Hand zu nehmen. Weil nur ein Mensch, der wirklich will bereit ist, an der Integration zu arbeiten, auch nur der, den kann man integrieren. Eine wichtige Rolle kommt in dem Zusammenhang, glaube ich, auch dem Ehrenamt zu. Ich kann mich erinnern, Frau von der Laden, die heute Abend eigentlich mitdiskutieren wollte, Lesepartien selber auch, engagiert im Ehrenamt, hatte mir im Vorfeld erzählt, dass es schon wichtig ist, dass auch ehrenamtlich sich Bürger, dann ältere Bürger in Using engagieren und so eine Art Patenschaft übernehmen. Vielleicht auch für die Kinder, die im Grunde etwas leiser, langsamer sind, vielleicht auch mit Migrationshintergrund. Rolle des Ehrenamtes, Frau Gauger. Also die Stadt Using hat tatsächlich eine Ehrenamtsagentur zur Koordination bei der Stadt sitzen und weiter ausgebildete Ehrenamtslotsen, die halt gucken, wo kann ich jetzt jemand einsetzen, wenn jetzt Menschen sind, die sich gut in Naturwissenschaften ausgeben und die Kitas sagen, ich brauche da was, könnten wir hingehen, oder wenn wir zum Beispiel Lese-Omas bräuchten, dann würden wir uns dahin wenden. Ich weiß, eine Kita, die hatte mal Schwierigkeiten, weil eine Küchenkraft nicht da war, dass man sich so eine Hilfe suchen konnte. Das hilft uns schon sehr, weil wir dort auch zurückgreifen können, wenn eine Frage von einem Kind kommt, dass man gerade bei Waldgeschichten, welcher Vogel singt denn da zum Beispiel, könnte ich nicht viel helfen, muss ich leider zugeben, aber ich weiß, an wen ich mich wenden kann, unter anderem ans Ehrenamt, weil dort wird sicher jemand sein, der sich auskennt und fragen kann, der mir eine Antwort gibt und der auch mit Begeisterung da reingeht und vielleicht das ein oder andere Kind mit auf diese Welle nimmt. Ich kann Sie trösten, ich wüsste auch nicht, welcher Vogel da singt. Das habe ich nicht mal auf dem Gymnasium gelernt. Okay, oh, Gottschalk, ich weiß ja nicht, ob man das auf dem Gymnasium lernt, aber Frage an Sie, was könnten Sie von Seiten der CWS, von Seiten des Christian-Würz-Gymnasiums, des Vorzeig-Gymnasiums, sage ich jetzt mal in Using, was könnten Sie auch von der Lehrerschaft leisten, noch beitragen, damit diese durchaus angesprochenen sozialen Klüfte in Using noch eher überbrückt werden? Also ich glaube, wichtig ist es den Kindern, die bei uns an der Schule sind, tatsächlich die Möglichkeit zu geben, sich so gut wie es geht auszubilden. Denn ich denke, letztendlich ist die Bildung doch der Weg, zumindest an der eigenen Familie eine Basis zu geben, die vielleicht eine bessere ist für die eigenen Kinder dann. Also wir versuchen schon, diejenigen Kinder, die vielleicht keine Unterstützung finden zu Hause, weil das nicht funktioniert, oder die noch Sprachschwierigkeiten haben, irgendwie in der Schule aufzufangen. Das heißt, wir können die betreuen in der pädagogischen Mittagsbetreuung, da sind sie mit anderen Kindern zusammen, müssen vielleicht die deutsche Sprache eher benutzen als vielleicht eine Sprache, die sie sonst zu Hause sprechen. Wir versuchen eben in diesen Förderkursen möglichst auch die Kinder aufzufangen, die das zu Hause eben nicht von jemand anderem erklärt bekommen, weil die Mutter oder der Vater eben kein Französisch oder Latein gelernt hat. Ich glaube schon, dass wir die Möglichkeit haben zu unterstützen. Der Schlüssel dazu ist natürlich auch immer schon der Wille des Kindes selbst.
Also wir laufen mit unserer Förderung ins Leere, wenn die Kinder nicht mitgehen wollen. Wir können letztendlich die Türen öffnen, aber den Schritt über die Schwelle müssen die schon mitgehen. Okay, den Schritt habe ich deutlich jetzt als Botschaft vernommen. Lieber Knebel, müssen die Schülerinnen dann auch mitgehen. Aber jetzt haben Sie als Vertreter der Schülerschaft, Schulsprecher, natürlich jetzt auch nochmal die Möglichkeit, an dieser Stelle, hier und heute, Coram Publicum, etwas zu äußern an die Schulleitung. Was würden Sie sich wünschen von Ihrer Schulleitung, wo die möglicherweise etwas leisten könnten, etwas anbieten könnten, was diese Klüfte, über die wir gesprochen haben, aufgreifen könnte? Das ist sehr, sehr schwer jetzt. Die Schule macht auf jeden Fall sehr viel, um diese Kluft zu schließen. Und deswegen fällt mir so auf die Schnelle gar nicht so viel ein, aber schwierig zu sagen. Okay, Sie dürfen es auch nachtragen, berufen auf unseren Web-Talk, dürfen Sie auch morgen, in den nächsten Tagen bei Frau Goldstein vorstellig werden und da muss ich es einlösen. So, sage ich jetzt mal, berufen. Sehr gut. Machen wir es. Okay, so machen wir es. Danke, Frau Gottschalk. So. Dann kann ich auch noch meine Vertreter fragen. Ja, genau. Sie können auch mit Ihren Vertretern, mit Ihrem Team nochmal drüber sprechen. Und es kann nicht alles hier heute verhandelt werden. Aber Sie sehen, Frau Gottschalk hat Ihnen die Tür geöffnet. Nutzen Sie die Möglichkeit. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde miteinander gesprochen, wir vier. Und jetzt würde ich ganz gerne mal das Ganze nochmal öffnen zum Publikum. Es sind einige Fragen schon da. Ich darf Sie, liebe Zuschauerinnen, nochmal ganz, ganz herzlich einladen. Birgit Wehner hat es vorhin schon mal angesprochen, über diese F&A-Funktion. Wenn Sie mit dem Cursor unten am Bildschirm rumspielen, sehen Sie ein kleines Feld, da steht F&A. Und das heißt nichts anderes als Fragen und Antworten. Und da können Sie Ihre Fragen reinschreiben und die greifen wir dann auf. Also noch haben Sie die Gelegenheit, das, was Sie schon immer in Sachen Usingen fragen wollten und sich nicht zu fragen trauten, hier und heute dürfen Sie es fragen. So, da sind schon einige Fragen. Jetzt gehe ich gerade mal rein. Erste Frage. Eines Zuschauers, der seinen Namen lieber nicht nennen möchte, der aber sagt, wie nah ist das Gymnasium heute an der Lebenswirklichkeit dran? Auch das Gymnasium in Usingen. Zu meiner Zeit war das nur sehr bedingt der Fall. Muss ein Gymnasium auf ein Studium vorbereiten oder nicht auch auf andere Dinge im Leben? Die Frage geht eigentlich jetzt erstmal direkt an Sie, Frau Gottschalk, oder? Also grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass ein Gymnasium aufs Studium vorbereiten soll. Die Schule schließt ab mit der Hochschulreife. Das Ziel ist, eine Hochschule zu besuchen. Natürlich vermitteln wir unsere Inhalte nicht, ohne auf die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler Bezug zu nehmen. Das ist natürlich klar. Ich kann, wenn ich in Englisch Themen besprechen möchte, natürlich viel besser die Schüler motivieren, wenn ich irgendeinen Bezug zu ihrer wirklichen Lebenswelt herstellen kann. Denn also das ist so, wie wir an der Schule arbeiten und so, wie wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch auf den Rest des Lebens und nicht nur ein reines Studium vorzubereiten. Es gibt Inhalte, natürlich kann man darüber diskutieren, muss man heutzutage noch Shakespeare lesen im Englischleistungskurs? Das ist die Frage, ich brauche die Sprache wahrscheinlich nicht, um einen Steak zu bestellen in England, aber es geht ja auch durchaus um andere Dinge wie Schönheit der Sprache oder es geht um diese allgemein auch noch gültigen Inhalte und Themen, die Shakespeare verarbeitet hat, sodass es schwierig ist zu entscheiden, ist das tatsächlich alles so weit ab von unserer Lebenswelt oder lässt sich nicht doch durchaus auch einen Bezug herstellen? Herzlichen Dank. Lieber Knebein, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, die berühmt-berüchtigte Steuererklärung, aber die muss es ja nicht alleine sein. Wie nah dran an der Lebenswirklichkeit? Was würden Sie sich noch wünschen? Die Frage des Zuschauers aufgreifend, was es vielleicht an praktischen Dingen im Leben im Gymnasium geben müsste? Ja, meine Meinung dazu ist, dass das Abitur natürlich aufs Studium oder auf die Studienfähigkeit hinarbeitet oder die auch auszeichnet. Aber es studieren ja nicht alle, sondern es machen auch einige eine Ausbildung oder machen erstmal ein freiwilliges soziales Jahr. Und dafür braucht man auch andere Fähigkeiten, die vielleicht in der Schule ein bisschen zu kurz kommen und nochmal vertieft werden könnten.
Fähigkeiten, sagen Sie es konkret, was könnte das meinen? Auch mit gerade im Blick auf soziales Jahr zum Beispiel, machen ja viele Jugendliche. Was wären so andere Fähigkeiten, die man eigentlich noch lernen sollte, auch in diesen Jahren der Schulzeit? Also zum einen natürlich sowas wie Steuererklärung oder Mietvertrag, das haben wir schon angesprochen, aber auch unsere Schule ist sehr homogen und da frage also ich, manchmal sehe ich noch mit Schülern auseinanderzusetzen, die vielleicht einen ganz anderen Weg genommen haben. Das ist einfach durch diese homogene Schulgesellschaft nahezu unmöglich und ich glaube, das wäre auch nochmal für spätere Leben ganz praktisch, einfach nochmal mit ganz anderen Lebensläufen oder Personen, die einen ganz anderen Lebenslauf aufweisen, in Kontakt zu kommen. Das gebe ich nochmal ganz kurz rüber zu Frau Gottschalk, die Zeit haben wir noch. Das heißt, im Grunde müsste auch ein Gymnasium so ein bisschen mal versuchen, aus der Blase rauszukommen. Blase des Gymnasiums, Sie haben es vorhin selber gesagt, da sind ja eigentlich auch bestimmte Familienstände, Herkünfte mit drin. Das wäre vielleicht, höre ich daraus, finde ich sehr spannend, vielleicht auch mal gut, auch den Schülern zu sagen, wie Leben sonst noch aussehen kann in seiner Vielfalt, oder? Also wir bieten, wir machen auch natürlich Betriebspraktika, wobei sich die Schülerinnen und Schüler da sehr an den zukünftigen Berufsbildern, die oft mit einem Hochschulstudium verknüpft sind, entscheiden. Aber wir bieten auch ein Sozialpraktikum an. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler in der E-Phase sollen ein Praktikum absolvieren, wo sie sich ihre Beschäftigungsstelle sehr nach sozialen Aspekten aussuchen. Das heißt, auch schon durchaus Berufe, die sie nicht jetzt ganz oben auf ihrer Wunschliste haben. Also wirklich mal in ein Krankenhaus, in die Altenpflege, vielleicht auch mal in den Kindergarten schauen, was wie arbeiten Erzieher. Also schon, wir wissen, dass es ein Manko ist bei uns an der Schule, dass es sehr homogen ist und dass auch die Schüler ja in einer kleinen, geschützten sozialen Blase leben. Mhm. Wir versuchen, die so ein bisschen anzupieken, dadurch, dass sie sich eben solche Berufsfelder auch mal anschauen. Also was ich mir vorstellen könnte, was wirklich hilft und was wir jetzt leider wegen der Pandemie nicht so nachverfolgen konnten, wir haben ein schulübergreifendes Streetball-Turnier, wo die Schülerinnen und Schüler von uns von der Schule zusammen mit den Schülern von der HSS einen Vormittag lang in gemischten Gruppen Streetball spielen. Und das sind sicher so Projekte, die ein bisschen die Augen öffnen, wie sind andere Schüler, wie ist es an anderen Schulen und was haben die vielleicht auch für Sorgen und Nöte. Aber das lag natürlich jetzt 2 Jahre komplett brach. Aber das ist sicher eines der ersten Projekte, die wir wieder aufnehmen sollten, sobald wir wieder dürfen. Raus aus der Bubbleblase. Herzlichen Dank, Frau Gottschalk auch. So, jetzt ist ein Stichwort angesprochen, Frau Gauker, damit komme ich jetzt zu Ihnen. Und zwar, ein Zuschauer spricht ganz gezielt an die Rolle nochmal der Eltern. Wir haben über die Kita-Erzieherinnen gesprochen, wir haben über die Lehrerinnen, die Schüler, Schülerinnen, aber die Eltern. Das klang vorhin schon mal ein bisschen an. Was sind eigentlich die Aufgaben der Eltern? Manche müssen ja auch die Kitas und die Schulen, so schreibt der Zuschauer, versäumtes Eltern ausbügeln, ziehen Eltern mit, nehmen Eltern auch Kritik an, auch wenn sie zum Beispiel auf die Eltern zugehen und sagen, hey, da läuft etwas nicht, haben sie eine Möglichkeit. Welche Rolle kommt den Eltern zu, Frau Gauker? Erlebt die Eltern oft als sehr dankbar, wenn man Dinge anspricht, die auffallen, auch was die Bildung angeht. Oft kommt auch die Frage, gerade bei uns im Kita-Bereich, welchen Verein, was glaubt denn ihr, wo braucht das Kind noch was? Oder was die Sprachförderung angeht, dass wir Therapeuten ansprechen oder eben auch in unserem Netzwerk gucken, was haben wir denn für ein Netzwerk wie mit der Lebenshilfe oder, ach, mir fallen jetzt ganz viele nicht ein, es gibt jede Menge. Wie gesagt, wir arbeiten zusammen mit Vereinen, mit Musikschulen, mit den Grundschulen, dass wir da auch schon ins Gespräch gehen und gucken, wo kann ich dem Kind einfach noch ein bisschen Unterstützung geben, dass es besser starten kann, quasi in die Schullaufbahn und eben auch darin, sich zu explorieren, mit anderen Kindern zu treffen. Und das Bildung ist was in der Kita, nein, in der Familie zu Hause, oft eine ganz kleine Sache. Ja, das muss gar nicht so diese riesen Dinge sein, dass man mal ein Bilderbuch anschaut. Auch das ist Sprachförderung. Zu gucken, was macht das Kind denn da? Und dass man einfach auch schaut, was macht die Mama, wo arbeitet die?
was gibt es für Möglichkeiten, welche Tiere leben hier im Wald. Also es sind so Kleinigkeiten, wir unterstützen die Eltern dann schon, geben auch mal Bilderbuchvorschläge oder Ideen, was sie mit ihrem Kind machen können. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die ich jetzt nicht alle aufziehen kann, weil ich das oft an der Situation festmache. Auch an Fragen der Eltern, wo man einfach schauen muss. Manchmal ist aber auch einfach, gehört zur Bildung auch mal Langeweile auszuhalten, um einfach Kreativität entwickeln zu können. Also Kinder sind da oft den ganzen Tag bespaßt, dass sie einfach mal zur Ruhe kommen können, weil mit der Langeweile entstehen die tollsten Sachen. Und dann fangen Kinder an, sich selbst zu bilden, einfach Ideen zu entwickeln. Wie kann ich jetzt ein Auto bauen, wenn ich nur 3 Räder habe zum Beispiel, weil das vierte ist gerade noch bei meinem Freund im Rucksack, weil dem hatte ich das geliehen. Nur mal so als Beispiel, ja. Und sowas entsteht eben auch durch Langeweile, durch Ideen. Ich glaube, heute sind Kinder von Anfang an permanent bespaßt, weil der Druck, jetzt kommen wir wieder auf den Druck, von der Gesellschaft so groß ist, dass man Kindern was bieten muss. Aber gerade in unserem Alter ist eben auch das Zuhause-Sein ganz wichtig. Gerne auch mit anderen Kindern, aber eben nicht nur. Frau Gottschalk, ich sah Sie eben auch gerade nicken, zustimmen. Langeweile aushalten, Muße, Kreativität. Sind das auch Lernziele, auch noch auf der Gymnasialen, auf dem gymnasialen Weg, oder muss es anders laufen? Zack, straight. Also ich glaube, Langeweile ist natürlich nicht besonders förderlich bei uns im Unterricht, wenn sich die Kinder langweilen. Das soll natürlich nicht so sein. Wir wollen die natürlich fordern. Aber ich glaube, aushalten würde ich mal noch anfügen wollen. Sie sagten Langeweile aushalten. Ich glaube generell mal was aushalten und nicht gleich sich umdrehen, wenn es doof wird, oder den Kopf abschalten, weil ich nicht sofort die Aufgabe verstehe. So ein bisschen damit zurechtkommen, dass man einfach noch nicht alles kann und einfach auch mal ein bisschen länger nachdenken muss. Denn ansonsten bräuchten wir die ja gar nicht in der Schule haben, wenn die schon alles könnten. Also das fällt Kindern heutzutage schwerer als früher auszuhalten, dass man auch mal ein bisschen mehr Mühe und ein bisschen länger sich mit was beschäftigen muss, bevor man zu einem Erfolg kommt. Schule ist nicht ein Abhaken von einem Erfolg nach dem anderen und ein Spurt von Erfolg zu Erfolg, sondern kann auch mal eine Durststrecke bedeuten. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Qualifikation. Die macht letztendlich, baut sie vor fürs Leben. Das weiß nicht, der Thomas Knierbein muss schon länger langen Atem haben. Ja, Frau Gauger meldet sich gleich. Frau Gauger, ich gehe mal ganz kurz rüber zum Thomas Knierbein. Ich wollte eine Frage. Frustrationstoleranz, der lange Atem, den Frau Gottschalk gerade anspricht. Was sagen Sie dazu? Ja, braucht man. Wie lernt man ja, das? Aber den kann man antrainieren. Und man sollte, also ein Sieger steht immer einmal mehr auf, als er hinfällt. Und von daher, nur weil man mal eine schlechte Klausur geschrieben hat, heißt das nicht, dass die komplette Schulbildung jetzt vorbei ist, sondern man sollte sich dann noch mehr motivieren, um sich vielleicht auch selbst zu zeigen, dass man das Fach doch gut kann und dann bei der nächsten Klausur eine gute Note zu schreiben. Finde ich gut. Wie war das? Ein Sieger steht immer einmal mehr auf, oder wie hat es formuliert? Ein Sieger steht immer einmal mehr auf, als er hinfällt. Finde ich gut, den Satz merken wir uns. Frau Gauger, so, Sie hatten sich noch kurz gemeldet, Frau Gauger. Ja, den Satz greife ich auch auf, das passt nämlich ganz gut, weil der Sieger muss auch Empathie gelernt haben, und auszuhalten, dass einer vor ihm steht und ihm vielleicht das Bein stellt. Und dann die Resilienz zu haben, wieder aufzustehen und zu sagen, ich kann es trotzdem noch schaffen. Das ist, glaube ich, das, was heute unsere Kinder lernen müssen. Oft werden Stolpersteine aus dem Weg geräumt, auch im Kindergartenbereich schon. Die Kinder haben keine Möglichkeit mehr zu stolpern. Also Dinge, die hier im Kindergarten passieren, dass mal ein Kind das andere zwickt oder mal was kaputt macht oder so, das möchten wir gerne hier auch klären. Aber oft geht es mit an die Eltern und es wird dann außerhalb von unserer Institution geklärt und schlägt dann Kreise, die einfach nicht dazugehören. Und dann wird auch häufig nur das eigene Kind gesehen und das andere gar nicht. Ja, das sind so Sachen,
Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es einfach wichtig, dass wir unseren Kindern auch beibringen, dass es nicht immer nur bergauf geht. Weil wenn ich auf den Gipfel will, muss ich auch mal ein Tal durchschreiten oder mal einen Fluss durchschwimmen. Und es geht nicht jeden Tag gleich. Es gibt gute Tage, dann läuft es gut und an anderen stolper ich eigentlich mehr den Berg hoch. Aber am Ende komme ich oben an. Manchmal dauert es halt länger. Und bei dem einen Kind geht es ganz schnell und das andere Kind braucht vielleicht für das, was das eine in einer Stunde schafft, 3 Tage, in dem es immer wieder aufsteht. Gerade bei unseren Balanciermöglichkeiten, wir beobachten ganz oft kleine Kinder beim Rollerfahren lernen, die immer wieder den Roller nehmen, aufsteigen und wieder umfallen. Bis es irgendwann geschafft haben, dass es, sag ich mal, die Distanz von 2, 3 Metern geschafft hat. Und dieses Strahlen im Gesicht, das ist so viel wert. Und dieses Wissen, ich habe was geschafft, das habe ich ganz alleine gemacht. Und das ist so ein Erlebnis, das nehmen die dann mit in die Schule. Vielleicht nicht mehr mit dem Rollerfahren, aber einfach zu wissen, ich kann was ganz alleine. Und das sind diese Dinge, die man einfach, glaube ich, auch immer wieder mal mehr in den Vordergrund stellen muss. Finde ich jetzt spannend. Das leitet gleich mal über zu einem nächsten Stichwort, das auch von einer Zuschauerin angemerkt wurde. Wie ist es in Usingen bestellt, genau um diese Dinge, die es auch zu lernen gilt für junge Menschen, Empathie, soziale Kompetenz. Das kann ja nicht nur Schule, nicht nur Kita. Jetzt müssen Sie wieder in die Rolle meiner Übersichtsgeberin schlüpfen. Erzählen Sie mir kurz, wie gibt es in Usingen Jugendpflege, Vereine, Jugendarbeit in Kirchgemeinden, auch da Angebote aus dem Dezernat Jugend, Soziales. Gibt es das in Usingen auch, um genau diese Fähigkeiten zu lernen? Ja, also in Usingen gibt es jede Menge Vereine, Sportvereine oder großen Sportvereine mit verschiedenen Abteilungen. Es gibt die Jugendpflege von der Stadt, es gibt das Jugendbildungswerk. In Usingen im Bahnhof ist das ansässig, was ganz viele Angebote auch in der Ferienzeit startet. Ich vergesse jetzt bestimmt ganz viel, aber Möglichkeiten gibt es unendlich. Also ich denke, wenn ich was suche, werde ich fündig. Oder ich finde zumindest jemand, der mir sagt, wo ich es finden kann. Eine weitere Frage eines Zuschauers. Wir haben jetzt gesprochen über Schule, Kindergarten, Grundschule, also sozusagen das Lernen der jungen Generation, aber zum Bereich Bildung gehört ja auch lebenslanges Lernen. Erwachsenenbildungseinrichtungen, beispielsweise katholische Erwachsenenbildung, wie wir es ja auch heute Abend erleben. Gibt es so etwas auch, Volkshochschulen, gibt es so etwas auch in Usingen ein Angebot? Ja, Volkshochschulen gibt es auch, bin ich nicht so firm drin, muss ich zugeben. Ich weiß aber, dass es Erwachsenenbildung gibt, auch in puncto Sprache natürlich. Mhm. Sicher auch das ein oder andere, wie gesagt, da bin ich nicht so firm, aber da würde ich mal bei der Stadt anfragen. Da gibt es Leute, die bestimmt da eine Antwort zu haben. Herzlichen Dank. Einfach im Rathaus melden, wird Ihnen weiterhelfen. So, versprochen. Jetzt ist eine Frage, die sich nochmal ganz gezielt auch in den Schulalltag wendet von einer Zuschauerin. Geht zum Betriebspraktika, auch seitens der Schüler. Hatten in den letzten beiden Corona-Jahren, gab es überhaupt Gelegenheit für Betriebspraktika? Hat sowas stattgefunden? Und wenn nein, wie kann das kompensiert werden? Wie können auch Schritt weiter all diese Dinge, die gefehlt haben in Corona-Zeiten, wie können die aufgegriffen werden? Frau Gottschalk, da sind Sie jetzt nochmal gefordert. Also das Betriebspraktikum im letzten Jahr ist tatsächlich, hätte angefangen an dem ersten Tag des Shutdowns, das fiel tatsächlich aus. Und in diesem Jahr war es so, dass 60% der Schülerinnen und Schüler ihren Betriebspraktikumsplatz antreten konnten. Und für alle anderen hatten wir ein Online-Ersatzprogramm sozusagen geschaltet. Die Schülerinnen und Schüler, die jetzt das Betriebspraktikum verpasst haben, haben im nächsten Jahr die Chance, eben dieses Sozialpraktikum zu machen und können dort dann nochmal in Betriebe reinschnuppern. Und wir haben eine Kollegin, die nach einem Lehrplan sozusagen die Berufsberatung und Berufsorientierung betreut. Das heißt, es werden in den Jahrgängen ab der Klasse 9 immer wieder einzelne Bausteine aufgegriffen, die die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen sollen, eben auch beruflich sich schon so ein bisschen zu orientieren, sich selbst einzuschätzen. Und wir hoffen, dass wir ab nächstem Jahr ganz normal die Betriebspraktika und auch das Sozialpraktikum wieder stattfinden lassen können. Haben das die Schüler, Schülerinnen vermisst, Herr Knierbein? Kann ich gar nicht zu sagen, weil unsere Jahrgänge davon nicht betroffen waren. Ja.
Deswegen müsste ich nachfragen und nachreichen. Okay, gut. Dann Stichwort Pandemie. War eine Frage einer Zuschauerin noch. Kann man eigentlich sagen, gab es auch etwas in Pandemiezeiten, was Schülerinnen, Lehrerinnen gelernt haben? Was die Pandemie sozusagen auch als Erkenntnisgewinn mit ihnen gemacht hat, was ein Erfahrungsgewinn war? Frau Gottschalk vielleicht nochmal und dann Herr Kniebein auf diese Frage der Zuschauerin. Also ich glaube, was sowohl die Kolleginnen und Kollegen als auch die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, ist ein unglaublicher Schritt in Bezug auf Methodenkompetenz und Lernen mit über neue Medien, sowohl über Lernplattformen als auch der Umgang mit Videokonferenzen. Ich glaube, wir hätten weder die Schülerinnen und Schüler noch das Kollegium so schnell, so weit entwickeln können auf diesem Gebiet. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Plus der Pandemie. Wir dürfen es jetzt halt nur nicht alles wieder vergessen, sondern müssten möglichst versuchen, uns zum Beispiel Lernen auch über die Lernplattform zu erhalten, auch in den normalen Unterricht das weiterzuführen. Und ich glaube, was die Pandemie letztendlich auch als positives Vermächtnis sozusagen übrig lässt, ist, dass sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als, glaube ich, auch die Schülerinnen und Schüler gemerkt haben, wie wichtig dieser menschliche Kontakt ist. Also, dass es ein deutlicher Unterschied ist, ob ich vor einem Bildschirm sitze und unterrichte oder ob ich in einem Klassenraum sitze und unterrichte. Dass einfach diese Chemie, die man doch letztendlich braucht, um Wissensvermittlung erfolgreich zu gestalten, dass die über einen Bildschirm nicht so zu erreichen ist. Also wir brauchen einander. Sowohl wir Lehrer, die Schüler, um glücklich zu sein, als ich hoffe auch die Schüler und Kolleginnen und Kollegen. Das war ja fast eine Liebeserklärung der Lehrerschaft an die Schülerschaft, lieber Herr Kniebeine. Wie ist Ihnen das ergangen, diese Erfahrung in der Pandemie? Ich kann die aber auch zurückgeben, weil ich weiß, dass Präsenzunterricht extrem wichtig ist für einen guten Lernerfolg. Es gab ja, glaube ich, sogar eine Studie, dass irgendwie Distanzlernen genauso wirksam sein soll wie Sommerferien. Von daher, man braucht im Präsenzunterricht einfach nochmal, um Fragen zu stellen, um vielleicht auch Fragestellungen zu vertiefen, zu Fragen, auf die man selbst gar nicht gekommen ist, auf Fragen von Mitschülern. Also da braucht man auf jeden Fall den Kontakt zur Klasse und zur Lehrerschaft. Aber was man gelernt hat, natürlich mit digital zu lernen, aber ich glaube, das konnte die junge Generation auch schon vorher ziemlich gut. Aber auch diese Selbststrukturierung und welches Fach mache ich da wann und wie lerne ich, obwohl ich vielleicht keinen sportlichen Ausgleich im Verein habe. Also und was man natürlich auch gelernt hat, diese Wertschätzung zum jetzt normalen Alltag, also vorherigen normalen Alltag. Da war alles normal, dass man mit dem Bus zur Schule gefahren ist, ohne Maske und am Nachmittag im Sportverein Fußball gespielt hat. Aber das hat man während der Pandemiezeit ziemlich gut gelernt, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist. So, jetzt versuche ich mal am Ende unseres Gespräches so eine Stärke-Schwäche-Analyse. Nochmal so drüber nachgedacht, zurück nach Usingen, die Usinger Bildungslandschaft. Was hat Usingen, was andere nicht bieten? Wir haben viel Tolles über Usingen gehört. Andersrum, was bräuchte Usingen, was andere noch bieten? Wo ist nochmal so ein Nachholbedarf, Stärke-Schwäche-Analyse? Und ich bohre natürlich ein bisschen mehr nach bei dem, wo noch eins draufgelegt werden könnte. Frau Gauger, beginne ich bei Ihnen nochmal. Was fällt Ihnen da ein? Mir fällt ein Arbeitskreis Bildung ein. Ich glaube, es wäre ganz gut für die Stadt und für alle Beteiligten, wenn alle Beteiligten, die an der Bildung Interesse haben und auch an der Bildung beteiligt sind, einen Arbeitskreis bilden, an dem gemeinsam die Ziele erarbeitet werden können. Das heißt, dass die Schulen in Usingen drin sind, die ein oder andere Kita-Kollegin, muss auch nicht unbedingt eine Leitung sein. Das kann auch die normale Mitarbeiterin von der Basis sein. Das kann vielleicht von den Tagesmüttern jemand mit drin sein.
Vereine mit drin sein. Also da kommt bestimmt der ein oder andere noch dazu, der da mitarbeiten kann, weil ich glaube, dann würden wir alle an einem Strang ziehen, nämlich dass unsere Kinder gut gebildet ins Leben gehen, weil das ist letztendlich unser Auftrag, dass wir einen Koffer voll Methoden packen, dass die Kinder im Leben oder dann als junge Erwachsene in ihrem Leben zurechtkommen können. Da gehört auch dazu, dass man eine Steuererklärung ausfüllen kann, ganz klar. Aber auch, wie komme ich dahin? Wie komme ich zu der Steuererklärung? Warum muss ich eine ausfüllen? Dass einfach solche Dinge einfach schon von klein auf geguckt wird und dass wir quasi in Tandems zusammenarbeiten und in diesem Arbeitskreis uns Ziele erarbeiten können. Und Arbeitskreisbildung, eine spannende Idee. Das heißt, man würde sich noch mal besser vernetzen. Richtig. Von der Kita hoch bis ins Gymnasium. Frau Gottschalk, wäre das etwas, wo Sie sagen, das könnte auch uns noch bereichern, auch an dem Gymnasium, wir würden da mitziehen? Also wir haben eine sehr enge Kooperation mit den Grundschulen, die Schülerinnen und Schüler zu uns abgeben. Ich fand es sehr spannend festzustellen, dass letztendlich die Problematik im Kindergarten eine ähnliche ist, wie wir sie sehen. Dieses eben nicht aushalten können, die ganze Zeit bespaßt sein. Das hört sich schon sehr spannend an, dass wir eben schon dort in dem jungen Alter letztendlich ähnliche Problematiken finden, die sich dann weiter fortsetzen und bei uns auch noch nicht gelöst sind. Ich glaube schon, dass viel von der jungen Biografie eines Schülers uns darüber sagen kann, wie wir weiter mit ihm arbeiten können oder weiter mit ihm arbeiten oder ihr arbeiten sollten. Das glaube ich schon, dass uns das fehlt, diese Erfahrungswerte mit sehr kleinen Kindern. Wäre auch für die Durchlässigkeit von einer zur anderen Schule beispielsweise auf den Lebenswegen interessant, wenn es da einfach einen Austausch geben würde, ne? Ja. Ja, wir kooperieren durchaus auch mit den anderen weiterführenden Schulen. Letztendlich, je mehr man miteinander spricht und je enger man zusammenarbeitet, desto einfacher ist es, glaube ich, für alle Beteiligten. Alleine der Faktor Zeit spielt uns nicht zwingend in die Hände. Und ich glaube, das geht allen, die an einer Kita arbeiten, so. Das geht allen so, die an einer Grundschule arbeiten. Und das geht auch allen an der weiterführenden Schule so. Faktor Zeit heißt, man hat nicht die Zeit dafür. Ja. Aber jetzt mal andersrum gesagt, wenn das alles so wichtig ist, und mich hat das überzeugt, was Frau Gauger gerade gesagt hat, dann sollte man sich verdammt nochmal die Zeit doch nehmen, auch so ein Netzwerk gemeinsam aufzubauen, oder? Es würde sich lohnen, das höre ich bei Ihnen auch aus, oder? Ja, lohnen würde sich das auf jeden Fall, keine Frage. Herr Knierwein, wenn es so ein Netzwerk, so ein Arbeitskreis Bildung gibt, dann müssen in jedem Fall die dabei sein, die da gebildet werden, nämlich die jungen Menschen. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt den Usingen Jugendparlament? Gibt es sowas überhaupt bei euch? Wie schon gesagt, ich wohne ja in Neuansbach, von daher weiß ich das leider gar nicht. Aber was ich weiß, es gibt ja zum Beispiel die Junge Union, wo viele Jugendliche politisch aktiv sind. Daher lässt sich bestimmt auch ein Jugendparlament gründen, wenn es das noch nicht gibt, oder auch Jugendliche finden, die sich in so einem Gremium beteiligen. Und ich glaube, ich spreche hier für viele jüngere Menschen, dass wir diese Idee unterstützen würden. Sie haben eben gerade Junge Union, und das muss man der parteipolitischen Farbenlehre noch sagen, es gibt dann noch die Jusos, es gibt die grüne Jugend und so weiter. Ja, natürlich. Genau. Man kann auch die Schülergard-Politik nehmen, wo sich viele junge Menschen auch für die schulinterne Politik interessieren und daran mitarbeiten. Also ich wollte damit einfach nur verdeutlichen, dass es viele Menschen gibt, die politisch aktiv sind. Frau Gauger, gibt es denn so etwas wie ein Jugendbeirat, gibt es ein Jugendparlament in Usingen? Kann ich nicht beantworten. Das ist eine Frage, die weiß ich nicht. Also wenn es das geben sollte, hat es noch nicht viel Schlagzeilen gemacht, schließe ich daraus. Also insofern ja, wissen Sie es. Vermute ich. Das bedeutet aber, jetzt mal, wenn Sie diese Idee des Arbeitskreises Bildung haben, ist ja toll, wenn da lauter Erzieherinnen und Lehrerinnen und so weiter dabei sind, aber die, um die es geht,
da muss ja auch ein Weg gefunden werden, die jungen Menschen daran genau zu beteiligen. Die haben ja mindestens so viel Mitsprache wie die ältere Generation, oder? Denke ich schon, klar. Okay. Weil letztendlich um die geht es ja. Richtig, um die geht es. Es würde nicht viel Sinn machen jetzt, es gibt ja in manchen Kitas bei uns im Moment noch nicht, auch kleine Parlamente, das glaube ich macht keinen Sinn, so einen kleinen anzufangen, aber zu den weiterführenden Schulen sicher, da einen Schulsprecher mit ins Boot zu holen, ganz klar. Also ich denke, so ein Arbeitskreis Bildung dürfte kein Funktionärstreffen sein, da sind wir uns einig, oder? Das ist richtig und da geht es auch nur um 2, 3, 4 Mal im Jahr, viel öfter muss das gar nicht sein. Würden Sie auch zustimmen, oder? Wir müssen die Jungen selber mit reinziehen, Frau Gottschall. Ja, auf jeden Fall. Und auch nicht nur von einer Schule, sondern eben auch Vertreterinnen und Vertreter von den Schulen, die es eben so gibt in Usingen. Und das ist eine Menge, wie wir heute Abend gehört haben. So, jetzt kommen wir in die allerletzte Schlussrunde. Und in der allerletzten Schlussrunde würde ich jeden von Ihnen noch mal kurz fragen, was aber ist hängen geblieben von dem, was wir heute Abend besprochen haben? Was macht Sie nachdenken? So ein Gedanken. Wir müssen nicht das gesamte Gespräch rekapitulieren, aber Frage Herr Knierbein, Frau Gauger, Frau Gottschalk, gibt es so etwas, was hängen geblieben ist? Beispielsweise, lieber Herr Knierbein, wenn Sie morgen im Team oder nächsten Tagen sich im Team Ihrer Schüler, Sprecher Ihrer Schüler mit Verwaltung, mit Verantwortung treffen und die fragen, hey, wir konnten nicht dabei sein, weil wir im Fußball geguckt, aber gab es irgendetwas Wichtiges, wovon du uns erzählen musst, von diesem Web-Talk heute Abend? Was würden Sie denen sagen? 1, 2 Gedanken. Ich würde Sie fragen, welche Ideen Sie haben, um alle Schüler integrieren zu können. Also die Frage stellen, auf die ich eben keine Antwort hatte. Und dann gehen Sie gemeinsam auf Frau Gottschalk zu, weil die hat ja signalisiert, da können wir drüber reden. Ne? Richtig. Prima. Frau Gottschalk, wenn Sie in den nächsten Tagen in der Konferenz der Kolleginnen gefragt werden, der Schulleitung, so gestern Abend bei dem Web-Talk, gab es da etwas, was auch für uns als CWS, als Vorzeigschule in Usingen, was auch für uns nochmal bedenkenswert ist, wo wir nochmal besser werden könnten, worüber wir nachdenken sollten? Was würden Sie sagen? Also ich glaube schon, dass wir versuchen müssen, auch die Problematiken, die es so bei den jüngeren Kindern oder auch bei den ganz kleinen Kindern schon gibt und die sich offensichtlich ja bis zu uns durchziehen, wie wir da irgendwie in Kooperation rankommen, dass sich das nicht so auswirkt, wie es sich vielleicht manchmal auf den Schulalltag auswirkt, so wie wir ihn im Moment haben. Herzlichen Dank, Frau Gottschalk. Frau Gauger, jetzt kommt die letzte Runde an Sie wieder. Ich schließe die Runde mit Ihnen. Sie haben ja heute Abend, ich habe es zu Beginn gesagt, Sie vertreten den Magistrat, das Rathaus, den Bürgermeister, die entsprechenden Dezernate heute Abend. Wenn die Sie jetzt morgen früh fragen und sagen, so, jetzt werden die Ämter wieder zurückgegeben, aber liebe Frau Gauger, was berichten Sie uns denn aus dem Web-Talk? Was in Usingen möglicherweise noch besser werden kann? Klug, clever Usingen, was würden Sie sagen, so als Gedanken aus dem, was wir heute Abend erörtert haben? Die Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit, also wir haben schon ganz viele tolle Netzwerke, keine Frage, aber ich nehme das jetzt eben auch so ein bisschen mit von der Frau Gottschalk, was sich so durchzieht, dass wir tatsächlich einen Blick auf das große Ganze haben und was unser aller Ziel ist, auch wenn das Ziel für uns noch in weiter Ferne liegt, aber eben in den weiterführenden Schulen schon nicht mehr. Und ich würde mir auch wünschen, dass, was die Bildung angeht, dass wir ganz viele Menschen mit ins Boot holen, die vielleicht schon in einem Lebensabschnitt sind, wo man denkt, dass Bildung nicht mehr so, also Bildung findet immer statt bis zum Ende, ja, das ist auch gut so. Aber ich glaube, Lebenserfahrung gehört auch zu einer Bildung. Und da würde ich gerne Menschen mit ins Boot holen, die einfach auch so ein bisschen erzählen können, was hat denn Bildung in meinem Leben gebracht? Auch in den verschiedenen Institutionen wie Kita und Schule und dass man da auch drauf aufbauen kann. Das ist ja letztlich auch die Frage des Ehrenamtes, hört man früher nochmal. Zum Beispiel, genau, auch, dass da Leute mit in so ein Gremium reinkommen. Ich denke, jeder sollte da eine Meinung zu haben zur Bildung, weil das geht uns alle an, weil die Kinder von heute sind unsere, ja, wie soll ich das sagen, das sind letztendlich unsere Arbeitnehmer von morgen. Und die muss man so gut wie möglich auf die Füße stellen. Und mit allen, es geht uns alle an und eben nicht nur Kitas und Schulen, sondern die ganze Gesellschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank auch, liebe Frau Gauger, für Ihren Schlussgedanken. Ich glaube, da könnte was draus werden.
klug, clever Usingen. In Usingen könnte sich was entwickeln, sage ich jetzt mal, nach dem, was ich heute Abend erlebt habe. Das Netzwerk, was sich da entspannen könnte. Und dann ist es ja möglich, könnte es ja so sein, dass Sie drei, die sich jetzt im Moment heute Abend über den Web-Talk sehen, eines Tages in Realpräsenz sehen, in einem solchen Netzwerk, in solchem Arbeitskreis Bildung gemeinsam weiterzumachen. Heute Abend, liebe Zuschauerinnen in Usingen und nicht nur in Usingen, heute Abend haben wir einen Anstoß geben wollen. Wir haben darüber nachdenken wollen, was ist möglich. Wir haben versucht, was ist die Bestandsaufnahme, was gibt die Bestandsaufnahme her in Usingen und wo liegen die Perspektiven. Und ich hatte das Gefühl, da sind eine Menge Perspektiven, da ist eine Menge Elan drin, da sind viele Möglichkeiten und viele Ideen da. Jetzt kommt es nur darauf an, den Faden noch aufzugreifen. Und das muss dann nach diesem Web-Talk geschehen, damit am Ende das stimmt, was heute Abend oben drüber stand, nämlich klug, clever, Usingen. So, damit entlasse ich Sie alle, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Gucken Sie die zweite Halbzeit. Der Bessere gewinnt definitiv am Ende. So, lassen Sie es gut gehen und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal im Namen der katholischen Erwachsenenbildung in der Stadt Usingen verabschiede ich mich bei Ihnen und bedanke mich, dass Sie dabei waren. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend auch Ihnen. Schönen Abend.